Topfgucker TV empfiehlt. So, schön, wir gehen jetzt mal ins Gewächshaus und holen uns für unser heutiges Gericht frische Kräuter, frischen Salat. Der Pflücksalat steht richtig gut. Jetzt mal kosten. Schmeckt. Und nehmen wir den Schnittlauch mit. Schmeckt. Süß, ne? Die kleine Gurke. Frischer geht's nicht. So, gut. Ich sehe gerade hier fressende Schnecken. Müssen wir dann Schnecken auswerfen. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen in der Freitaler Linde, Hotel und Restaurant zur Linde. Ja, wo liegt Freital? Freital wird bezeichnet als der nördlichste Ort mit Beginn des Osterzgebirges. Und hier befindet sich unser Hotel und Restaurant zur Linde seit 32 Jahren. Wir stehen auf gut bürgerliche Küche, auf Hausmannskost, auf frische Küche, deswegen Gewächshaus, deswegen Kräutergarten. Und alles Mögliche produzieren wir selber. Bis zum Brotbacken. Mein Name ist Frank Liemann, seit 1988 Inhaber und Wirt der Linde und des später dazugebauten Hotels mit 32 Betten. Gemütlich eingerichtet, nach modernem Stil, wird ständig renoviert. Wir sind darauf ausgerichtet, für Sie Familienfeiern auszurichten. Unser Slogan, besuchen Sie Dresden und schlafen in Freital. Jetzt dürfen Sie mich in die Küche begleiten. Ich zeige Ihnen heute etwas ganz Besonderes. Leicht nachzumachen und trotzdem eine Überraschung für Ihre Gäste. Ja, übrigens heute mit Preisfrage. Und wenn Sie die Zubereitung der drei verschiedenen Tellersülzen aufmerksam verfolgen, werden Sie feststellen, eine davon ist eine französische Variante. Wie heißt die französische Variante? Schicken Sie Ihre Antwort an die Redaktion und unter den richtigen Antworten werden drei Gewinner ausgelost. Dritter Preis ist ein Dreigangmenü für zwei Personen im Restaurant zur Linde. Zweiter Preis, eine Übernachtung für eine Person im Hotel und Restaurant zur Linde. Und der erste Preis, und das sind Sie mir wert, ein Wochenende, eine Übernachtung im Hotel zur Linde für zwei Personen. Bitte aber terminliche Abstimmung. Recht vielen Dank und viel Glück. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de